Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Smokehouse Review. Es geht um die Big Steam Stones im Geschmack Sweet Melon. Zeige ich euch die Steine mal so. Ich hoffe, man sieht das einigermaßen. Relativ feucht das Ganze. Ja, sind eben so Mineralsteine, die eingelegt sind in einer Molasse. Von daher ist der Schnitt sozusagen egal, ihr braucht bloß einen Kopf, der eben die Molasse auffängt. Okay, ich habe die Befürchtung, dass der Kopf bald abschmiert, deswegen muss ich jetzt ein bisschen mich beeilen. Ja, abschmiert im Sinne von, er rutscht hoch über die Dichtung. Wenn er im Video runterklatscht, dann haben wir das erfolgreich hinbekommen sozusagen. Riecht nicht nach einer Melone, finde ich. Also so Wassermelone, Honigmelone gemischt mit einem chemischen Touch irgendwie, so schmeckt das. Sehr, sehr leicht, also nicht intensiv. Also für mich nicht intensiv. Nachdem ich die Traube Stones getestet habe, muss ich sagen, bin ich von dem her eher enttäuscht. Es empfiehlt sich wohl wirklich da nur Sorten zu nehmen, die so schon auch sehr intensiv sind. Und normalerweise ist eigentlich auch Wassermelone oder Honigmelone sehr intensiv. Hier haben sie es aber nicht geschafft irgendwie. Also bin ich nicht ganz so wirklich zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht so mein Ding. Viel zu. Ja, im Geschmack. Boah, ich habe echt Angst, dass der gleich abschmiert. Ich kann euch leider die Pfeife jetzt, glaube ich, auch nicht zeigen. Ich rauche meine Farida ausnahmsweise, ich habe keine traube Minze mehr. Vier lange Alu-Rundlochung, 5 Kohlen zum Anrauchen, aber ich traue mich nicht mal den Kopf jetzt gerade anzufassen. Ich zeige euch einmal Rauch und Geschmack. Er wird jetzt langsam so ein bisschen intensiver auch im Geschmack. Am Anfang hat man wirklich gar nichts geschmeckt. Er ist sehr süßlich, was wohl alle diese Big Steam Stones sind. Sehr, sehr süß. Das muss man echt mögen. Er geht aber schon, also er schmeckt schon nach Honigmelone mit so einem Touch Wassermelone. Ist aber einfach nicht, ja. Also da gibt es beim Tabak wirklich Sorten, die sowas von intensiv und mega gut sind. Im Wassermelone oder Honigmelone Bereich, dass ich ganz ehrlich sagen muss, das finde ich nicht gelungen. Das ist nicht schlecht, es verfehlt auch nicht komplett sein Thema, aber es ist einfach nicht gut genug im Vergleich zur Konkurrenz. Da gibt es eigentlich fast nichts zu sagen. Rauchen tut er gut. Nicht schlecht, aber haut mich auch definitiv nicht vom Hocker. Kriegt von mir 8 von 15 Punkten. Ist irgendwie nicht so ganz das Wahre. Ja, der ist echt locker. Ja, der sitzt praktisch nur drauf. In dem Sinne. Oh, ist der heiß. Oh, ist der heiß. Ja, in dem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zugucken. Und wir sehen uns im nächsten Review. Bis bald.